Gerade 4 Bälle sind im Auftaktmatch im Wieler Goal gelandet. Das hat es in der letzten Saison genau einmal gegeben. Und in dem Spiel haben die Wieler sogar noch gewonnen. Gestern hat alles ganz anders ausgesehen. Vor allem in der Abwehr haben die Wieler keine gute Figur gemacht. Schon nach 7 Minuten hat es das erste Gegengoal gegeben. Warum das die Wieler in der Verteidigung so unsicher gewesen sind, kann der Trainer momentan auch noch nicht beurteilen. Die Ursachen sind nicht so schnell analysierbar, das braucht ein bisschen Zeit. Jetzt ist das ein paar Stunden her, wir haben schon damit begonnen und man sieht auch schon einige Strukturen, wo da ja, noch nicht richtig gegriffen haben, einige Kräfte, die da wirken. Wir sind jetzt dran, das aufzuarbeiten und ich bin davon überzeugt, dass wir das bis Ende Woche alles erledigt haben und dann am Samstag ins zweite Spiel einsteigen. Bei den Wintertouren haben heute nur die Spieler, die gestern nicht auf dem Platz gestanden sind, ein richtiges Training absolviert. Die Sieger von gestern haben nur eine lockere Trainingseinheit unter der Aufsicht des neuen Trainers gehabt. Der ist mit der Leistung seiner Schützlinge sehr zufrieden. Super Einstand. Ich habe mich auch bei der Mannschaft bedankt, dass sie mir so einen Einstand beschert hat. Nach ein paar Tagen, wo ich erst die Betreuung übernommen habe, hat sie eine großartige Leistung bringen können. Und natürlich 4 Goalschüsse. Und ja, wir haben eigentlich wenig Torschancen zugelassen und haben doch nur die ein oder andere Torschance sogar mehr gehabt über die 4 Goal hinaus. Und ja, von dem her gesehen war es eigentlich sehr, sehr gute Leistung. Der Match gestern war auch die Bewährungsprobe für die Neuzugänge auf beiden Seiten gewesen. Einer von denen hat sich auf dem nassen Untergrund besonders gut in Szene gesetzt. Der Joao Paiva hat gerade 3 Goal für seinen neuen Arbeitgeber erzielt. Nach einem Eck in der 36. landet der Ball über Umweg gerade nochmal vor dem Bein an seinen Füßen und der lässt sich nicht zweimal bitten und erzielt schon das 2:0. In weniger als einer halben Stunde hat der Neuzugang vom FC Wohlen schon sein erster Doppelpack für den FCW geschossen. Trainer und Mitspieler sind begeistert. Ja, ist natürlich schön für uns, haben wir so einen guten Spieler können verpflichten können. Und es ist klar, es braucht das ganze Team, auch die anderen Neuzugänge sind sehr gut in die Mannschaft reingekommen und haben gestern auch gut gespielt. Und ich denke, wir haben hier auf jeden Fall ein gutes Team zusammen. Und jetzt werden wir versuchen, die nächsten Spiele den Platz 1 zu verteidigen. Es ist immer so, dass eine Torentstehungsgeschichte hat. Und ich meine, da ist die ganze Mannschaft beteiligt. Und klar, er hat natürlich den Riecher vorm Tor. Und da hat er natürlich schon Geschmäckle, dass er einfach weiß, wo er hinstehen oder laufen muss. Und da hat er mit links reindrückt, mit rechts reindrückt. Er hat eine gewisse Fehlerquelle vom Gegner, kann er erkennen, antizipieren. Das ist natürlich schon eine riesige Qualität. Und für den Paiva und seine Teamkameraden kommt es noch besser. Nach einer gespielten Stunde landet dem Yannick Brecher seine Abwehr genau vor den Füßen von Patrick Bengondo, der den Ball per Pfosten zum 3:0 einnetzt. Und einer hat auch in der Schlussviertelstunde noch nicht genug gehabt. In der 79. Minute gelingt dem Paiva sogar noch sein dritter Treffer. Für ihn ein Einstand nach Mass, für die Wieler ein Auftakt zum Vergessen. Wir sind in den letzten Jahren eigentlich immer so gestartet, dass wir fast nie einen optimalen Start hatten und dann eigentlich im Lauf von der Vorrunde uns gefunden haben und dann Leistung gebracht haben. Es ist natürlich kein schönes Ergebnis, aber insofern bin ich überhaupt nicht hier irgendwie misstrauisch gegenüber dem Potenzial von der Mannschaft. Es steckt sehr viel drin, aber wir müssen es natürlich zutage fördern, damit sie diese Leistung auch richtig abrufen können. Nach dem Spiel grüßen die Winterthurer von der Tabellenspitze. Die Wieler sind nach der ersten Runde Schlusslicht in der Brack.ch Challenge League.